Jetzt halte ich mich für zu gerade mal wieder. Hey, Marco hat Fenster. Lil. Das Tropenholz schaut definitiv besser aus als der Stein. Ja. Aber ungefähr dieselbe Farbfarbe, kann das sein? Kommt irgendwo Flo, zu. Du hast schon wieder gewonnen. Schon wieder? Ja. Ah, fickt euch! Erstmal. Okay. Gott, willst du mich verarschen? Oh, ich bin so weit hochgekommen. 83, ich muss schon sagen, dieser Punktebonus nice. Du setzt 30 und kriegst 80, also 50 drauf. Oder in diesem Fall kriegst du 60 drauf. Lol, da ist einfach der Weg schon vorgeschisselt hier in den scheiß Stein. Marco, das schaut bescheuert aus. Was? Also, wie kam ich dir das gebaut? Hast? Ja, schon, ne? Ja, das ist so um die Ecke, so. Wieso hast du da die scheiß schwarze Flagge? Ja. Wirklich? Was habe ich denn heute für ein Pech? Ding besucht. Jawohl, Marco, ich glaube, das sieht dann nachher besser aus, wenn hier Wasser ist und du deinen Eingang irgendwie verschönerst mit der Tür oder so. Gut, okay. Ich grab mich jetzt. Ich grab mich jetzt nach oben. Fickt euch. Hey, du hast einen Rauchfang, Olli, seit wann denn das? Leute vorhin. Wird nice aus. Hat danke. Zwar ein bisschen was von dem Penis. Danke. Aber das gehört schon so. Hm. Alter, greifst du den Enderman an, ne? Denkst du, gut, okay, der macht schon Schaden genug. Sprengt sich auf einmal neben dir so ein Creeper, dass du nach oben fliegst und fast in die Lava. Hm. Dann schlägt dich der Enderman noch einmal halbes Herz. Hm. Man denkt ach, sich, ist das schön, wenn man einfach das Glück der Welt hat. Ja, genau. Was mache ich natürlich? Ich blende vor Schreck Wasser, dass der Enderman mich nicht weiter angreift. Oh. Und eh klug eigentlich. Ja, und dann auf einmal denke ich mir so, gut, der Enderman ist weg. Sehe ich auf einmal zwei Zombies auf mich zukommen und hinter mir nochmal ein Creeper. Hm. So dieses, leck mich Leute, ich gehe jetzt nach oben. Ist das so, fuck you, Minecraft. Ich gehe jetzt zurück, leere mein Inventar und dann beenden wir eh bald die Folge, also von daher. Ich hab meine Schaufel verzaubert. Yay, I guess. Hey. Und ich frage mich ja, viele sagen ja auch immer so, ja, die meisten, die meinen immer Ostqueen und so weiter. Und wo ich mir dann schon wieder so denke. Die meisten, aber nicht Gronkh. Und schau, was Gronkh hat. Ja, das, genau so ist es doch eben halt. Man muss doch nicht unbedingt. Oh, ich hab zwei Bilder. Man muss doch jetzt nicht unbedingt immer das alles rausschneiden, so Alter. Das ist so dieses. Es gehört doch mit zum Spiel. Oh, ich hab einen Winter gemacht. Mio. Dem Schaufel doch. Auf den Sack gegangen, jetzt ist meine Nase wieder. Marco, was machst du wieder mit Katis Nase? Ich komm, ich hier, so Kati so rumbrüllt. Du hast auch nicht rum. Kat, was brüllst du so? Ich hab Toilettenpapierhalter. Was hat jetzt mit Klopapier? Sei mir aber auch gerade so über. Was hat die jetzt mit dem Toilettenpapierhalter? Alter. Fucking triggert. Feuchttücher. Wer hat Feuchttücher? Ja. Nein. Wir haben kein Klopapier mehr, Schatz. Wir müssen Feuchttücher benutzen. Die Schaufel ist so schnell, dass sich Blöcke festglitschen. Ach, das kenne ich auch noch. Das waren noch schöne Zeiten. Das ist immer noch so. Trotzdem schneller als Eisenschaufeln. Ja, das stimmt allerdings. Unbreaking habe ich auch drauf. Das ist schön. Ich krieg Schaden, weil ich mit dem Block mit dem Kopf in den Block stecken bleib. Wirklich, der nicht da ist. Fuck you, Minecraft. So, welche Koordinaten waren es? Hause? Ja, Hause. 300 und minus 500. 300 und minus 500? Ja. Du bist schon mal zu plus 500 gelaufen. Und Marco hat auch gedacht, dass er zu plus muss. Okay. War ich ganz schon weit weg. Ach, da lang muss ich. Okay.
Über den Bergen wird das Zuhause voller Sorgen nur sein. Marco baut sich eine Burg, ja, und dann kommt der Kabel, dreist alles ein. Der Kabel dreist alles ein. Stille. Ich mein, ja. Wieder ein Block hängen geblieben, oder? Fuck you. Ja, Jesse. Du platzierst dort, es wird zu Gras, da war noch ein Block. Ey, es ist Nacht, können wir vielleicht uns ausloggen? Warum? Kabel ist nicht da. Weil da Monster in der Nähe sind und ich bin hier in der Real Life, aber ich kann mich hier nicht. Was für meine? Ich kann mich hier nicht hinlegen. Ich sehe mein Haus. Ein kunterbuntes Pferd. Ich sehe mein Haus, ein kunterbuntes Pferd. Okay, klar. Und Pipi Langstrumpf. Falleri, fallera, fallerhopp, sassa. Okay. Also geht doch das Lied. Hey, was Pipi nicht? Langstrumpf. Sie macht was, wie gefällt. Hey. 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 What? Yo, Creeper, wie geht's? Alles senkrecht? Halte Fresse und piss dich einfach. Also die Spinne, nicht du, Flo. Aha. Weiß nicht warum. Zut. Muss schon sagen, denn das neue Kampfsystem ist einfach richtig nice. Danke. Ich hab mein eigenes Haus. Das ist so eine GLP-Referenz. Gut. Und Marco, was mit dir? Du hast dich gezuzt. Oh, gut, ja, da war geleftet, das zählt auch. Junge Zuz. Erstmal singt er erstmal die Lyrics von Bibi Langstrumpf. Ne. Ein Äffchen und. Ich hatte, glaube ich, gerade Probleme mit dem Wort Äffchen. Du Abi, du. Einmal runter. Keiner macht hier Ananas, außer ich. Was soll das jetzt heißen? Naja. Muss ich erstmal jetzt Gedanken machen? Ja, wieso? Ich rede von der Frucht. Mhm. So ist das. Ja. So nennt man das also heutzutage. Ja, ich rede von den Früchtchen, Anna. Hm, genau. Ist okay, so. Flo. Erzähl du weiter dein Bullshit. Voll die Männer im Weiß, die kommen schon gerade im Bann. Gut. Ich warte schon. Sehnsüchtig. Dann ist auch alles gut. Ich wollte eigentlich noch eine Menge heute machen, aber das verschiebe ich, glaube ich, mal aufs nächste Mal. Ich bin zufrieden mit meiner Schaufel, aber ich bin mir 90% sicher, dass ich sie innerhalb der nächsten Aufnahmesession gleich am Anfang irgendwo zerbrechen werde. Arme Sau. Also die Schaufel, nicht du. Ha. Okay. Wer ist das? Das ist doch den, glaube ich. Nix ist Anna, passt schon, ist alles okay. Was ist mit mir? Nein, das ist DD Nacht. Was? Okay. Ich kann noch sowas von Marco zu hören, dass Kati Nacktbilder von DD hat. Gut. Nein, so das ist eine Spielfigur, die nackt ist. Schatz, guck mal, da ist. Ja, da wird der Trecker angeschoben. Trecker fahren. Okay, ich sehe gerade Marco sein Haus. Gabit hat Points. Aber einen Tag. Hör auf, dich abzuschießen. Olli ist nervig. Nee, ich wollte nicht gerade zu dir kommen. So. Gott, was ist das? Das Dede, wie er früher aussah. Was denn, komm? Läuft bei dem. Warum hat der Phantom Menschen auch noch halb nackt auf dem PC? Das klingt nach Dede. Ja, ne? Und halb nackt auch noch.
Vielleicht als Motivation. Oh, das ist assi. Was? Hör auf damit. Ja, und was passiert hier gerade? Penner schießt mich ab, ich höre das immer, wie die Pfeile irgendwo bei mir einschlagen. Ja, das kommt. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Gott sei Dank, sonst hätte ich dich töten müssen, Olli. Oh, das müssen. Oh, guck mal, da hinten ist voll seine Schafsfarm. Lass mal ein bisschen Schafsfleisch holen. Kannst du bitte dich entspannen, Olli, ich schwör zu Gott. Du wirst immer so anstrengend, wenn du lebst. Aha. Jetzt haben wir deine Schaufel. Oh ja. Die schöne Schaufel. Ich hänge in der Luft. Du hast da noch einen Block, Olli. Danke. Mach ich wieder zu, dann macht er mit seinem Wasser abbauen ist. Flohen sein weißes Schild. Ja. Weißt du, ich bin ja ein weißer Ritter. Ey, Flo. Mega Faggot. Ja, genau. Was? Nein, hier. Das ist der Kartoffeln. Das ist schön. Die hatte ich noch übrig. Au. Siehst du, kannst du Kartoffeln gleich benutzen. Ah, fuck. Was ist denn jetzt schon mit dem Marker? Ich hab ne Stiege falsch gesetzt für mein Dach. Ah, Marco baut da. Baut da. Schaut nice aus. Anders, aber nice. Bin noch ein Haufen beschäftigt, ne? Marco baut Dachen. Sieht nice aus. Anders, aber nice. Flo, ja, du anders. Hockst da hinten hinterm Berg. Du kannst Marco sein Dach kaum sehen. Olli, bist du blind? Ja. Dach genug? Ja! Ja! Break it, hit it again. Yeah! Wäre ich eigentlich ein Assi, wenn ich mich einfach durch deine Burg bauen würde, Flo? Ja. Okay. Das nehme ich in Kauf, dachte sich Olli. Und baute zwei Blöcke bei Markus, bei Froschis Burg ab. Starb kurze Zeit später. Innen drin, so in der Mauer, überall Lava. Wieso? Und die Antwort ist, um die Heiden fernzuhalten. Oh, Grabstis! Wie viel hatte ich da? 4? Ungefähr 5. Ja, wir müssen aber noch einen Wolkenkratzer bauen, wa? Also maximale Bauhöhe. Ja, so ein Schornstein ans Ende der Welt. Ja, genau. Kann man da immer die ganzen Leute verbrennen, die wir nicht mehr haben wollen. Oh, weh. Was denn? Geh zu Kappet, der freut sich noch über deinen Vorschlag. Die Brücke sieht aber wirklich nice aus. Ja, wirklich. Hat er ihn nice gemacht, das kann man nicht, gar nichts sagen. Du kommst bis auf den Flieger. Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich was anderes mit dem Dirt machen wollte. Boschi, hast du noch Cobblestone? Nein, ich hab den vorher verbrannt, alles. Ich hab nämlich meinen ganzen Cobblestone selbst verballert und selbst die sind jetzt schon aus. Du wirst du vielleicht neun abbauen müssen. Ich denke mir, also, da frisst doch einer neben mir. Wo kommt der denn her? Hat Kathi gerade Olli gesagt? Und ja. Froschi, was an Silvester macht? Du hast zu weit gebaut. Scheiße. Also, wie hab ich das da drüben gemacht? Wieso, wofür braucht Kathi denn jetzt Geld? Marco braucht was. Ich sagte, diese Gesprächsfetzen sind höchst verstörend. Was? Ja, die Gesprächsfetzen, die man von Kati nur mitkriegt, das ist so richtig voll bin. Ja.
5 Euro. Schon hin, ja. Dann, wenn ich so für einen 100er gesoffen hab, dann bin ich gut dabei, ja. Ah, um Geld. Bist du so einer, der in meinem Werkzeugkasten kotzt. Was für ein Werkzeugkasten, der kann da auch nichts für. Wie viel habt ihr, was habt ihr denn für teures Zeug gesoffen? Ich hab eine Flasche Wein gesoffen, die hat vielleicht 12 Euro gekostet. Bei mir nein, wenn ich auf Kirmes bin. Trotzdem. Wenn ich auf Kirmes bin, wird das immer ein bisschen teurer. Arschloch. Da musst du saufen, bevor du dort bist. Na los, komm, Marco, schubs mich. Du! 1.11, wenn du es siehst, kannst du nicht geschubst werden. Ja. GG, was für eine Scheiße. Einfach sneaken, sonst sind die Leute alle so. Weißt du, du kannst niemandem vertrauen. Hier, warte. Bin ich bei 76, oder? Ja, eins noch. Nee. Warum hast du eigentlich keinen Penis mehr, Marco? Weil ich jetzt eine schönere Treppe hab. Okay. Was für eine Quote war das? 6? Warum hast du hier bitteschön so einen, keine Ahnung, Balkon mit 3 Glasblöcken? Weil ich kein Glas mehr hatte. Ich denke mir so, ach ja, guckst du mal auf den Balkon, links, rechts, frei, geht ungefähr 40 Blöcke nach unten. Oh, nice. Schön guter Balkon, ne? Ja, da geht's wirklich ganz schön weit runter. Marco, du hast eh kein Glas dort eingefüllt, wo es zu meinem Haus geht, oder? Nein. Da, wo die Brücke dann hinkommt. Noch. Da ist Freedom. Alter, ich hab so viel zu tun, Alter, ich schwör zu Gott. Ah, fucking triggert. Ich muss mein Farmgebiet machen, ich muss die Brücke zu Markus Haus machen, ich muss hier Wasser einfüllen beim Staudamm. Quote 6, da war das. Ich will Markus Penis sehen. Shikoya, 2016. Ich will Markus Penis sehen. So. Wir haben jetzt 58 Minuten. Wir können jetzt auch schon aufhören, wenn du willst. Aber vorher soll Froschi doch mal bitte nochmal kurz zu mir kommen. Ich bin gerade so fucking getriggert, weil ich hier den Kack-Dirt-Scheiß hier fertig machen will. Du kannst ja doch danach noch weitermachen, wenn du willst. Was willst du heißen? Ja. Mit Zusatzerlaubnis. Mach den Trigger. Das stimmt ja, da wird Tastatur hast du noch. Alle. Hinten im Lüfter ist auch noch ein Steckplatz frei. Oh ja. Hinten im Lüfter. Oh, wieso bin ich denn immer nach Minecraft so kaputt? Weil du dich konzentrieren naja, musst. Ja, du lässt dich geistig exhausten. Du sitzt 3 Stunden am PC und rechtsklickst die ganze Zeit. Klingt sehr anstrengend, ja. Weiß ich nicht. Entladen? Ah, ich bin fast fertig hier drüben. Fucking triggert. Mal vielleicht ein paar Minuten überziehen. Oder bringt dich das um? Nee, aber ich würde gerne mal einfach nochmal wissen, was du davon hältst. Okay. Warte, ich bin nämlich gleich da. Ich will nur hier den scheiß Dirthaufen fertig machen, dass ich beim nächsten Mal einfach nur mehr Wasser einfüllen brauche. Mir nicht Gedanken machen muss. Wegen dem Scheiß. Dann mach das. Dann ordne ich in der Zeit meine Kisten. So, eine Schicht noch höher, das ist jetzt die Wasserabfallschicht, schätze ich, ja, 77. Alle ruhig. Verwirrung setzt ein. Warum? Verzweiflung. Das ist sehr effektiv. Okay, ich baue dann nachher den Kack fertig. Okay. Ich muss mir jetzt deinen Scheiß anschauen, den du da gesagt hast. Wo denn? Ich will auch gucken. Na, mein kleiner Unterstand, den ich hatte.
Ah, da bin ich gleich vorbeigelaufen, aber hab's auch noch nicht genau angeschaut, hab nur bemerkt, dass was anderes ist. Nee. Irgendwie stimmt hier noch irgendwas mit diesem komischen Durchgang nicht vom Kabbit. Ja, das ist Kabbits Durchgang. Und da jetzt ein Laden? Ja, ich ein Restaurant? Sieht cool aus, oder? Kann man bei dir essen? War voll cool. Was gibt's denn hier Schönes? Schaut aus wie Hammelfleisch, ein Steak. Grünen Trank. Grün? Wieso grün? Komisch. Hast du gerade das Steak genommen? Marco, bitte. Wasser? Apfel und Ding. Ich hätte gerne einen grünen Trank. Ich glaube, die hinter dir wollen ein bisschen Stress. Da wollen wohl welche Stress? Gibt's Prügelei? Ich muss hier erstmal eh noch die ganzen Bestände dafür auffüllen. Was für ein Trank da oben drin, Ali? Das ist noch ein Ercheateter. Was? Das ist ein Sprungtrank. Was ist denn den her? Weißt du noch, wo wir hier im Creative-Modus und so weiter alles gemacht haben? Ah! Arschloch. Nee, da hab ich doch zwei dir zugeworfen, wa? Die hast du nie eingesammelt. Oh. Ja, dann. Ja. So, ich geh da raus. Ich muss nämlich kacken. Marco muss kacken. Ihr könnt dann beide schon mal Ciao sagen. Tschüss. Ah, Marco. Okay. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist meine Öfen ausleeren und so weiter. Deswegen sage ich auch schon mal Tschüss. Und auf Wiedersehen. Ciao, Aufnahme. Ciao, Aufnahme. Oh. User disconnected from your channel. Und da ist der Marco weg.